Hallo, heute ist Freitag, der 7. Mai und ich möchte gerne eine kleine Geschichte erzählen, die heute in Spiegel Online und morgen im Spiegel Heft und irgendwann in der Süddeutschen Zeitung auch steht. Es geht um den NSU 2.0, also die Drohbriefserie, die direkt anknüpft an eine Bedrohung, die im Jahr 2017 mir widerfahren ist und wo ich erst diese Woche erfahren hatte durch die Zeit, dass es sich um den gleichen Täter handelt. 2016 hatte ich Strafanzeige erstattet gegen Mark Zuckerberg. Ich hatte verschiedene Sachen juristischerseits ausprobiert, eingeleitet, um Facebook dazu zu bringen, Hass und Hetze besser, konsequenter zu löschen. Und kurz nach Weihnachten habe ich einen Fall entgegengenommen von einem syrischen Flüchtling, Anas Mudamani, der immer wieder verleumdet wurde, Terrorist zu sein, weil er im Jahr zuvor ein Selfie mit Angela Merkel gemacht hatte. Und dann gab es eine einstweilige Verfügung, die wir beantragt hatten vor dem Landgericht Würzburg. Und im Zuge der zugehörigen Berichterstattung fiel mein Name häufiger, auch mein Bild zusammen mit Anas Mudamani. Und das triggerte, so sagt man es wohl heutzutage, einen Täter, Alexander M. aus Berlin, der hier in der Kanzlei dreimal anrief bei verschiedenen meiner Mitarbeiter am Nachmittag und sagte, der Jun soll damit aufhören. Ich weiß, wo seine zwei Kinder zur Schule gehen und wo er wohnt, wusste auch die Wohnadresse. Und wenn ich nicht aufhören würde, Facebook zu verklagen, würde es Tote geben. Sieg heil und so weiter, sagte er dann auch noch. Wir haben eine Strafanzeige erstattet, die Polizei verständigt. Und jetzt muss man vorweg sagen, das hier ist zwar eine Geschichte von einem Scheitern, aber der Polizei und der Staatsanwaltschaft Würzburg kann man an der Stelle nicht wirklich einen Vorwurf machen. Der Chef der Kriminalpolizei hat sich sofort um den Fall gekümmert, die Staatsanwaltschaft Würzburg ebenfalls und hat Ermittlungen aufgenommen. Und schon 6 Tage später wusste man die Adresse von dem Telefonanschluss. Die Nummer war zwar unterdrückt, aber das ist natürlich kein technisches Hindernis. Man hatte also aufgrund meines Telefonanschlusses gewusst, wer in der fraglichen Zeit am 6. Februar zwischen 17 und 18 Uhr hier angerufen hatte und wusste, dass es eine Festnetznummer war der Telekom aus Berlin. Der Account war registriert auf einen Dirk Heist, den Namen gibt es allerdings nicht. Zahlungsart Barzahlung, wussten wir auch nicht, dass sowas funktioniert. Ist auch nie eine Rechnung bezahlt worden, aber es funktionierte trotzdem und die Adresse des Anschlusses war vorhanden. Und die Polizei hatte dann auch kurz Zeit später telefonisch erfragt, weil das ein großer Wohnblock ist, welcher Eingang, welcher Stock, welche Wohnung. 4. Stock rechts war es, glaube ich. Und dann beginnt der erste Punkt, an dem man NSU 2.0 hätte stoppen können. Weil es sich ja hier nur um eine Bedrohung handelt. Morddrohung ist ja kein wirkliches Delikt, wo es um Gewalt geht, sondern eher eine psychische Belastung, so ähnlich wie eine Beleidigung. Der Strafrahmen damals ist Freiheitsstrafe bis maximal 1 Jahr, der gleiche Strafrahmen wie auch für Schwarzfahren oder Beleidigung damals jedenfalls. Das wurde im April ein wenig angepasst. Tatsächlich gab es ein paar Lehren aus der Zwischenzeit. Jedenfalls teilte mir die Kriminalpolizei mit, dass der Anfangsverdacht oder die vorgeworfene Tat nicht dafür ausreichten, um sofort reinzumarschieren. Berliner Polizei ist vielleicht auch nicht so gut ausgestattet, dass sie wegen jedem kleinen Delikt sofort auch eine Hausdurchsuchung machte. Das fand ich wirklich traurig, weil ich nahm die Bedrohung durchaus ernst. Nicht unbedingt, dass er jetzt gleich vorbeikommt, aber was erstaunlich und wirklich auch einschüchternd war, war der Umstand, dass der Herr M. Informationen aus meinem privaten Umfeld hatten, die vielleicht über das Internet, aber vielleicht auch eher durch Netzwerke, Telegram-Gruppen, Darknet-Gruppen oder so weiter ermittelt werden konnten. Zum Beispiel, wenn jemand mir folgt und sieht, wohin ich zur Arbeit oder zur Schule fahre. Und das schafft dann tatsächlich ein gewisses Gefühl von Unsicherheit. Und ich hatte damals meiner Familie tatsächlich versprochen, ich werde den Fall nicht weiter betreiben, wenn wir nicht rechtzeitig finden, wer es war und das aufdecken können. Und tatsächlich konnte man später den Täter, jedenfalls nicht im Jahr 2017, bis heute nicht den Täter identifizieren bzw. überführen und herausfinden, wo die Informationen herkamen. Ich habe deshalb den Fall Mudamani niedergelegt. Ich hatte einen Anwalt gefunden, nämlich Christian Solmecke, der bereit gewesen wäre, den Fall weiter, auch pro bono weiterzuführen. Und Mudamani war auch zunächst einverstanden damit, hat aber dann später gesagt, na gut, wenn das hier so
heiß wird mit den vielen Bedrohungen, dann lassen wir es sein. Deswegen ist die einstweilige Verfügung nie weiter betrieben worden, obwohl das Landgericht Würzburg damals gesagt hatte, na, die Fragestellungen, ob Facebook eine Wundermaschine braucht, wie behauptet, die müssen in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden. Dieses Hauptsacheverfahren wurde nie angestrengt wegen NSU 2.0 Andreas M. Erst jetzt wurde eine Klage eingereicht, nicht von Anders Modermane, sondern von Renate Künast, sodass wir diese Fragen jetzt endlich mal klären können, ob man wirklich eine Wundermaschine braucht, um dieses verleumderische Meme nicht nur an der einen Stelle, die angegeben und gefunden wurde, zu entfernen, sondern überall auf der ganzen Plattform. Aber kommen wir zurück zur Geschichte. Also, die Polizei weiß, er wohnt im vierten Stock rechts unter einer bestimmten Adresse, sagt aber den Kollegen in Würzburg, Hausdurchsuchung können wir hier nicht kurzfristig machen. Und so entschied man sich dann zu einer Gefährdeansprache. Eine Gefährdeansprache ist ein kriminologisches Instrument, wo man einem potenziellen Täter sagt, hallo, wir haben dich gesehen, bitte hör auf damit. Es ist keine Durchsuchung. Es führt eben nicht dazu, dass man guckt, was so ein Computer drauf ist, sondern es soll einfach nur die konkrete Gefahr ein wenig abmildern. Und so waren dann mehrere Polizisten in Berlin in diesem Haus, im Hausflur, im Treppenhaus und klopften lange. Herr M. brauchte eine Weile aufzumachen und Herr M. sagte, nee, also Jugend kenne ich nicht und Bedrohung mache ich auch nicht, ich komme ja gerade aus dem Knast. Er hatte damals schon über 90 polizeiliche Auftritte, Ereignisse, bei denen er in Erscheinung getreten war, war mehrfach vorbestraft, zuvor auch wegen einer Bedrohung, wo es ebenfalls einen ähnlichen Kontext gab, gegenüber einer JVA-Mitarbeiterin, steht auch so im Spiegel. Obwohl er ins Profil passte und man eigentlich sagen müsste, von allem, was man weiß und auch aus den anderen Verfahren weiß, war das vermutlich der Täter. Jedenfalls sprach ziemlich viel dafür. Aber es hatte nicht gereicht, um auf dieser Grundlage eine Anklage durchzuführen. Er meinte jedenfalls später, nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das Amtsgericht Würzburg, bestätigt durch das Landgericht Würzburg. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Problem. Wir hatten also telefonisch die Information von der Telekom, wo, in welcher Wohnung dieser Anschluss gelegt wurde. Und die Polizei wollte dann eine schriftliche Auskunft dazu haben, beziehungsweise der Mitarbeiter der Telekom sagte sogar, das geht jetzt hier nur durch eine Telefaxanfrage, also in Textform muss diese Anfrage kommen. Die hat die Polizei auch sofort gemacht. Allerdings sagte dann die Telekom, nee, wo die Wohnung ist, das geben wir nicht heraus. Wir haben die Daten auch zwischenzeitlich gelöscht. Die waren nur ganz kurz im System, weil hier ein Umzug angekündigt war. So steht es jedenfalls in der Ermittlungsakte. Die Telekom sagte, sie habe diese Daten nicht. Und jetzt kann man sich fragen, wie kann das sein und warum gibt sie sie nicht raus? Es gibt da einen absurden Briefwechsel zwischen Polizei und Telekom und die beruft sich schließlich auf Paragraph 111 TKG. Und dort steht drin, dass bei solchen Auskunftsersuchen der Telefondienstleister den Namen und die Anschrift herausgeben müsse. Und die Telekom war der Auffassung, zur Anschrift gehört die Straße und die Hausnummer, nicht aber die genaue Lage der Wohnung. Lieber Gesetzgeber, das ist etwas, was wir kurzfristig mal ändern könnten, sollten, Paragraph 111, dort wo es um Anschrift geht. Jedenfalls könnte man jetzt spekulieren, wahrscheinlich weiß die Telekom schon, wo ihre Anschlüsse sind, will diese Information aber nicht herausgeben und hat dann eben gesagt, wir haben sie nicht, ob sie wirklich gelöscht worden sind oder nicht. Jedenfalls war die Information ja richtig, wie wir heute wissen, weil tatsächlich dort der Anschlussinhaber war. Es passt auch alles andere dazu, nämlich, dass der Dirk Heist nirgendwo anders existierte, dass der Alexander M. einschlägig vorbestraft war und auch nirgendwo ansonsten gemeldet war. Zumindest waren das Indizien. Die Telekom also war nicht bereit, diese Information schriftlich zu bestätigen, mündlich ja, aber schriftlich nicht. Auch nicht bereit, den Namen des Mitarbeiters zu benennen. Auch der Mitarbeiter sagte gegenüber der Polizei, ich sage Ihnen meinen Namen nicht. Also, wenn Sie mal Probleme mit der Telekom haben, der Polizei in Berlin scheint es da auch nicht viel besser zu gehen. Das war also der zweite Punkt, wo man den NSU 2.0 verhindern könnte. Der dritte Punkt war dann ein Jahr später. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte dann doch beim Würzburger Amtsgericht und Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss beantragt und erhalten. Der Verdachtsmoment hatte also ausgereicht. Man fand dann beim Alexander M. auf dem Sofa Macheten, Messer und Gasdruckrevolver. Er hatte auch darauf hingewiesen, ha, hier liegen ein paar Waffen, damit nicht sofort gleich die Waffen gezogen werden. In der Wohnung waren mehrere Computer, ein Festnetzanschluss, dessen Nummer auch dazu passt, beziehungsweise eine Nummer, die angegeben war, passte, weil es da geklingelt hatte.
Man hatte eine Hausdurchsuchung gemacht, man fand aber auf den Computern keine Hinweise auf eine Bedrohung, sowas wie Logfiles im Browser, aus denen sich ergab, dass er Recherchen angestellt hatte oder in bestimmten Chatgruppen unterwegs war. Ganz genau weiß ich nicht, was auf den Rechnern drauf war. Jedenfalls gab es wohl keine verwertbaren Ergebnisse, die für die Anklage eingesetzt werden konnten. Könnte ja auch sein, dass diese Gefährderansprache dazu geführt hat, dass Herr M. die vorhandenen Daten in aller Ruhe, hatte ja noch mehrere Monate Zeit, vielleicht entfernt hat. Aber das ist nur eine Spekulation. Jedenfalls, man weiß normalerweise, wenn man eine Gefährderansprache macht, dann ist es natürlich meistens sinnlos, danach noch eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Jedenfalls, wenn man es mit Tätern zu tun haben, die sich ein bisschen auskennen. Und Herr M. war bemerkenswert in seiner Ausdrucksweise. Das beschrieben auch die drei Mitarbeiter in meiner Kanzlei, die mit ihm telefoniert hatten. Er hatte einen besonderen Sprachstil, eine derbe, aber gleichwohl gewählte Ausdrucksweise. Gar nicht so alltäglich. Er wurde ja später durch ein Profilbild in einer Schachplattform identifiziert, durch Sprachprofiler. Aber diese Mühe hatte man sich erst gemacht, als die hessische Polizei im Verdacht stand, NSU 2.0 zu sein. Aber das war später. Jedenfalls bekam man nicht die nötigen schriftlichen Beweise, man hatte nur die mündliche Information, aber man wusste schon, wer wohl der Täter sein würde. Und die Staatsanwaltschaft Würzburg hat dann 2018 Anklage erhoben und da gibt es ein Zwischenverfahren, wo ein Gericht entscheiden muss, ob eine Anklage zugelassen wird. Dieses Zwischenverfahren soll ermitteln, ob die vorgeworfene Tat strafbar ist, war sie, in diesem Fall Nötigung und Bedrohung, und ob eine Verurteilung wahrscheinlich sein würde. Und das ist natürlich eine Abwägungsfrage, ob man sich die Mühe einer Hauptverhandlung machen soll, ob man sozusagen auch das Geld, den Aufwand betreiben soll für eine Hauptverhandlung, wenn der Täter nicht geständig ist und dann vermutlich nicht für eine Verurteilung ausreichen würde. Und das Amtsgericht Würzburg hat gesagt, naja, wenn wir nicht wissen, wer bei der Telekom es war und wir nicht die Dienstpläne freiwillig kriegen, wieso haben wir sie nicht beanschlagt, jedenfalls hatten wir nicht die Dienstpläne und wir hatten keine schriftliche Auskunft und wussten nicht, wer bei der Telekom arbeiten, weil da ganz viele Leute arbeiten, dann besteht keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu einer Verurteilung kam. Die Staatsanwaltschaft hat sofortige Beschwerde eingelegt beim Landgericht Würzburg, aber das Landgericht Würzburg hat sich dieser Argumentation angeschlossen. Und jetzt Meinung. Ich glaube, das hätte man bei einem anderen Delikt anders gehandhabt oder bei einer anderen Gesamtsituation, zum Beispiel, wenn die Polizei als Täter in Frage gestanden hätte. Weil mir scheint es, dass die Beweislage, die später entstanden ist, die dann zu einer Observation führte, nicht unbedingt so viel besser gewesen war. Das waren auch nur Indizien. Aber jedenfalls, in Würzburg hat man 2018 gesagt, obwohl die Staatsanwaltschaft wirklich alle Rechtsmittel eingesetzt hatte, das reicht nicht für eine Verurteilung. Dieser Beschluss des Landgerichts, der Herr M. wurde immer gehört dazu, hat sich auch sehr wortreich dazu eingelassen mit ganz vielen Paragraphen, die manchmal auch passten. Im Juli 2018 wurde der Beschluss dem Herrn M. zugestellt und der hat dann wahrscheinlich eine Flasche aufgemacht, weil seine Erkenntnis zu dem Zeitpunkt war, wow, ich kann bedrohen und selbst wenn die wissen, wer ich bin, sind sie nicht in der Lage, mich zu überführen, solange sie auf meinen Computern nichts finden. Und dann, vielleicht eine Woche später, ging das erste Drohschreiben bei einer Frankfurter Anwältin ein, die im NSU-Prozess einen Nebenkläger vertreten hatte. Unterzeichnet da mit dem Namen NSU 2.0. Welche Informationen dort verwendet wurde, ist nochmal eine andere Frage, aber so passen diese zwei Geschichten zusammen. Es kann durchaus sein, dass dieses Verfahren, was hier in Würzburg stattfand, eine gewisse kausale Ursächlichkeit dafür hatte, dass Herr M. motiviert war, sein Geschäftsmodell weiter auszubauen. Insofern kann man die Frage stellen, hätte man es verhindern können? Ja, an drei Stellen, vielleicht mit einer rechtzeitigen Hausdurchsuchung, wenn es nur wichtig genug gewesen wäre, bei einer Bedrohung auch eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Zweitens, wenn die Telekom die entscheidende Information nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich mitgeteilt hätte. Oder drittens, wenn das Amtsgericht Würzburg die Anklage zugelassen hätte, wie es die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Soweit also diese Geschichte. Was man sich jetzt heute fragt, ist, ist das heute anders? Wir haben ja eine Zäsur dazwischen, zum Beispiel der Lübcke-Mord. Der führte dazu, dass
auf einmal andere Prioritäten bei Ermittlungen, aber auch beim Gesetzgeber entstanden. Wir hatten das Hass-Hetze-Gesetz, was im April dazu führte, dass der Strafrahmen für Morddrohungen mit Paragraphen 241 StGB immerhin angehoben wurde von 1 Jahr auf 2 Jahre. Auch bei Beleidigungen fand eine kleine Anhebung des Strafrahmens statt. Allerdings kann man sich fragen, macht das wirklich den Unterschied? Schaut die Justiz, die Polizei auf den Strafrahmen, um den Wert des Rechtsguts zu bemessen? Oder hat man da eher so eine traditionelle Sichtweise, Geld wichtiger, insbesondere Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, und Ehre, Leib, psychische Gesundheit eher nachrangig? Ist ja noch nichts Richtiges passiert. Ich bin nicht sicher, ob wir diese Erkenntnis schon wirklich verdaut haben und ob der Fall heute anders laufen würde. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das noch heute so passieren könnte, und ich erlebe das immer wieder, dass Opfer von Bedrohungen nicht ernst genommen werden. Und da spreche ich nicht von einer etwas zu kernig ausgedrückten Beleidigung, sondern tatsächlich die Art von Bedrohung, wo man sich nicht sicher sein kann, dass sie nicht ernst gemeint ist. Denn man sagt so oft, ja, die meisten Bedroher tun ja nichts. Aber dort, wo Gewalttaten passieren, wie zum Beispiel bei Herrn Lübcke, da gingen voraus Bedrohungen, Beschimpfungen und dergleichen und meistens auch ein unzureichender Schutz der Opfer, obwohl die Sachen bekannt waren. Schutz beispielsweise auch davor, dass personenbezogene Daten herausgegeben werden, wie zum Beispiel über Polizeicomputer. Man muss jetzt mal überlegen, was man eigentlich jetzt daraus lernen kann. Man kann sich darüber empören. Ich bin nicht begeistert davon, dass man so lange gebraucht hat. Ich freue mich zwar, dass jetzt vielleicht ein bisschen Aufklärung aufkommt, aber wichtig wäre es doch, dass wir jetzt lernen daraus, was eigentlich anders passieren, geschehen sollte. Ich glaube, dass der Gesetzgeber im BMJV schon erkannt hat, dass wir vielleicht die Rechtsgüter ein wenig verschieben müssen. Es ist auch so, dass in den letzten Jahren einige Staatsanwaltschaften Schwerpunkte gebildet haben, Spezialisierungen, gerade für diese Delikte, die früher so als Bagatelldelikte galten, ist doch nichts Schlimmes, sind doch keine Drohungen, ist doch keine Gewalt, ist doch kein Vermögensschaden entstanden. Da haben wir ein wenig Bewegung. Der ausreicht, darüber sollten wir tatsächlich diskutieren. Strafrahmenverschiebungen werden es vielleicht alleine nicht ausmachen. Ob da jetzt 1, 2 oder 3 Jahre stehen, wir haben ein paar andere Straftatbestände, wo ja auch 3 Jahre Freiheitsstrafe möglicherweise draufstehen. Aber das hat ja auch keine spezialpräventive Wirkung. Das würde den Herrn M. jetzt nicht davon abschrecken. Was ihn ermutigt hatte, war der Umstand, dass er davon gekommen ist. Dass das Geschäftsmodell Bedrohung so wunderbar effizient und einfach ist. Man kann vom Sofa aus politisch etwas erreichen. Man kann dafür sorgen, dass Menschen ihre zum Beispiel ehrenamtlichen Engagements einschrecken. Es gibt so viele Lokalpolitiker, die wegen solcher Bedrohungen gesagt haben, ich trete hier nicht mehr an. Und ehrlich gesagt, wenn man mich fragen würde, hätte ich Lust, Berufspolitiker zu sein, ständig mit solchen Themen auch in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und ich würde tatsächlich sagen, ach nee, vielleicht lieber nicht, nicht zu den jetzigen Bedingungen. Nicht, wo ich weiß, dass jemand Morddrohungen aussprechen kann, der die Machete und die Schusswaffe griffbereit neben sich liegen hat und vielleicht auch bereit wäre, die einzusetzen, wenn es vom Staat keinen adäquaten Schutz dafür gibt. Und ich glaube, da gibt es Menschen, die noch viel, viel frustrierter sind, nämlich diejenigen, die von NSU 2.0 betroffen waren, was ja eine furchtbare Tradition der Fortsetzung ist von den Opfern des tatsächlichen NSU-Falles, wo der Schutz der Opfer vermutlich auch noch hätte besser sein können oder die Ermittlungen. Also haben wir was daraus gelernt? Jeder für sich muss sich mal überlegen. Ich glaube, der Gesetzgeber könnte zum Beispiel mal ansetzen, die Abwägung zwischen Datenschutz und Ermittlungsmöglichkeiten zu verbessern. Ich weiß, das ist eine sensible Sache. Also Datenschützer sagen, nein, die Staatsanwaltschaft soll doch nicht so viele Informationen haben. Aber wenn man die Anschrift, die Straße und die Hausnummer hat, dann ist das jetzt kein so großes zusätzliches Geheimnis, wenn man auch dazu sagen könnte, wo die Wohnung liegt. Weil, hey, die Telekom weiß mit Sicherheit, wo ihre Kabel entlang führen, wenn ein so großes Haus mehrere Eingänge und Stockwerke hat. Dann sollten sie diese Daten auch herausgeben und nicht sofort löschen. Der wichtigere Punkt, und ich befürchte, ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, ich habe kein Manuskript und schneide diese Videos auch nicht, ist sicherlich, dass wir uns bewusst werden, dass Bedrohung nicht einfach nur dazu führt, dass sich jemand einen Tag lang schlecht fühlt, sondern dass es tatsächlich Auswirkungen hat darauf, wie unser Rechtsstaat funktioniert. Denn obwohl diese Sache jetzt schon viele Jahre her ist, hat sie Auswirkungen bis heute. Als zum Beispiel die Klage unserer Kanzlei für Frau Künast gegen Facebook vorgestellt werden sollte,
hatte ich darauf verzichtet, bei der Pressekonferenz persönlich zu erscheinen. Ja, ich mache trotzdem Videos dazu, aber es war eine Entscheidung, die geprägt war davon, dass Bedrohungen und vor allem die Befürchtung, dass Netzwerke nicht auffindbar und ermittelbar sind, eine Bedrohung darstellen. Das ist traurig und dagegen sollte man etwas tun. Wir sollten aber nachdenken darüber, was die konkreten Maßnahmen dazu sein würden. Vielen Dank, schönes Wochenende.